Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Devil May Cry 5. Es geht weiter in die dritte Mission. Handlung: Die Stadt ist Opfer einer gewaltigen Dämoneninvasion geworden, aber Nero startet ihre Befreiung, indem er einen gigantischen Dämon in einer Kirche bekämpft und besiegt. Als er wieder trifft, erfährt Nero, dass die Lage auf einen dämonischen Baum zurückverfolgt werden kann, den Killipot. Der einzige Weg, die Stadt zu befreien, besteht offenbar darin, den Killipot an. Ich konnte es nicht zu Ende lesen, es war zu schnell. Aber wir müssen es auf jeden Fall alles zerstören. 15. Juni. I think we should split into two groups and cover more ground. Good idea. Behold my genius. Cash first. All the materials I collected for your little pet projects don't count for anything. My brilliant badass work is worth every dime, you know it. Well, your quality control sucks ass, and you know that. Or maybe don't let the demon smack you around so much. Whatever. I am truly gifted. It's a work of art. Oh, so you're an artist now, huh? Yes, I am. Got any questions? My grandmother was called the 45 caliber virtuoso, legendary gunsmith. I hope to be like her someday, an artist and a lethal artisan. Everything I create is art, whether it's a gun or a steel pot to cook birds in. Any more questions? Huh? Little cheeky. I'll take my leave now. And if I don't see you along the way, I'll see you at the bottom of the Clifford. Sure. What are you gonna do? I gotta shake the cobwebs out. I'll let you know. Hey, you got any more questions? Better ask it now. I can't read minds. Ooh, well, yeah. All right. Hey, hey, I got a new arm for ya. Punchline, Faust zur Zerstörung. Stalldurchdringung macht Helder Skilder. What the fuck? Dieser Berserker von Devilbreaker zahlt mächtige Schläge und Raketenhiebe aus. Man kann sogar auf ihn reiten. Den nehmen wir doch mal. Na ja, damit. You need anything else? Punchline. Setman vergrößert. Oh, das ist gut. Das können wir jetzt auf. Das Schwert können wir jetzt auf Stufe 2 quasi aufladen. Mit Feuer. Okay, nochmal neue Kombo geholt. Let's go. Lego. Ich hätte noch einen vierten Arm mit einpacken können, aber scheißegal. Finden wir noch welche auf der Mission. In der Mission. Mission. Wie kann ich jetzt das...
Das. Stellst du dich auf eine Plattform mit roten Flammen, wenn deine keine Gegner in der Nähe sind, werden die Flammen blau und lassen Grim Crips in der Luft erscheinen. Was? Ah, okay. Verstehe, okay, okay. Come on. Alter, ich kann die sogar emoten. Shall we dance? Shall we dance? Ist ja lustig. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall so mehr von diesen Clipboard-Wurzeln zerstören. Oh nee. Mehr Flugviecher. Ah, hier ist wieder ein anderer Spieler auch. Ein anderes Segment spielt mit einem anderen Charakter. I think I'll handle the closer one first. Gotta start somewhere. DMC Crow. Also kann ich so aufladen, ja, auf zwei. Ah, da vorne Pfeile da. Das ist Virtual. Sehr gut. I fought. Screw it. We're taking this fucking thing down.
Ah, hier. Manche Dämonenbaumwurzeln enthalten Blutklumpen, zerstöre diese Klumpen, um rote Kugeln zu erhalten. Manchmal öffnen sich dadurch auch neue Wege oder es wird etwas in der Umgebung ausgelöst. Interesting. Interesting. Was haben wir denn hier noch? Das auch noch. Damit. Ah, das ist der Move gewesen, geil. Cooler Angriff. These roots have to be coming from somewhere. Be gone! Be gone! Digga, ich kann halt wirklich auf das Teil reiten. Digga, wie geil ist das denn bitte? Alter Schwede. Ich kann nicht mehr. Junge, das ist ja so geil gemacht. Alter, geisteskrank, wirklich. Geil, warte, das jetzt bitte. Böser. Alright. Der Sweet Surrender mal wieder, ja. Der Arm heilt uns.
Nice. Bingo. Alter, ist das also, das ist ja bodenlos. Hier kommt dieses Mann. Alter. Das ist einfach so eine Hand als Vibrator und quasi als Maschine. Ihr wisst schon, was ich meine. Bodenlos. Und oben ist auch noch was. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, eine blaue Kugel wieder. Nice. Das finde ich ganz doof. Was ist jetzt eigentlich das hier für ein Raum? Fuck, Alter. Devs ist was. Tödliche Schere, Alter. You want me to follow you? No way, asshole. You bring that shit to me. Die ganze Zeit. Der Fuck, Alter, ich komme auf die irgendwie nicht klar. Tot. Ich check nicht so ganz, wie ich, was ich da genau machen muss mit der. Noch denn die ganze Zeit? War irgendwie ein bisschen komisch. Nicht so ganz verstanden, was ich da machen musste.
Go, baby, go! Come on. Scheiße, wie komme ich da hin? Scheiß drauf. Alter, hab ich eingesammelt, war. Das Mittel kann man scheißen. Without strength, you can't protect anything. I know that. Ach, hier können wir uns wieder anrufen. Ich spare aber noch. Oh, Bossfight. Das sind wieder so eine Wurzel, ne? Also ist jetzt auch hier wieder irgend so ein Dämon. Wahrscheinlich ist es dann jeder. Ja, genau. Oh, die sieht übel aus. Artemis. Kreisende Göttingestalt. Scheiße. No chit-chat or monologue? Just getting right to the point, huh? Is this final? This demon. Something different about it. Oh, the big... Das war so ein richtiger Walküren-Move aus God of War. Was ist das? Oh, ich verstehe. Ich verstehe. Was ist hier hoch?
heilen. Aua. Aua. Alter. Scheiß doch die Wandern. Geht doch. What the fuck? Mashallah. Wer sind Sie? Lady, das wandelnde Arsenal. Dantes Freundin, Lady. You know her? From my gunsmith days. What? Can't believe you do this to Kyrie. I'm gonna have to tell her, man. I'm joking. Hey, loosen up your jockstrap. Don't do anything I wouldn't do. Chick-fil-well, chick-fil-well. Yeah. Kitty would kill me right now. Das war interessant. B-Rang, okay. Ja, ich bin zweimal down gegangen, ne? Das erste Mal war scheiße mit diesen Scherenviech da, Alter. Und das am Ende, das war halt unglücklich, ne? Aber trotzdem lief doch gar nicht mal so schlecht. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Das war eine weitere Folge Devil May Cry 5. Bis zur nächsten. Haut rein. Euer Wolltchen bei YouTube. Ciao.